Die Tagesklinik Wolfsburg liegt seit 1998 am Rande der Wolfsburger Innenstadt. Es ist eine teilstationäre Einrichtung der Psychiatrie und Psychotherapie, in der psychisch kranke Menschen tagsüber behandelt werden, während sie nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen zu Hause leben. Die Tagesklinik bietet Platz für mindestens 24 erwachsene Patienten. Die Behandlung in der Tagesklinik beginnt selten mit einem Notfall. Die Aufnahme erfolgt nach Stellung der Indikatoren und stationärer Einweisung. Die Krankenhauskosten werden durch die jeweilige Krankenkasse übernommen. Wir arbeiten hier in der Tagesklinik in Wolfsburg in einem multiprofessionellen Team, das aus der Pflege besteht, Ärzten, Psychologen und Sozialtherapeuten, Patienten, die hier bei uns in der Tagesklinik behandelt werden, werden uns von niedergelassenen Ärzten sowie auch vom Sozialpsychiatrischen Dienst Wolfsburg zugewiesen. Die Patienten, die hier behandelt werden, müssen soweit stabil sein, dass sie in der Lage sind, eigenständig die Tagesklinik zu erreichen. Die Patienten, die bei uns hier behandelt werden von 8 bis 16 Uhr, sind an den Wochenenden sowie auch an den Abenden zu Hause ohne medizinische Versorgung. Patienten, die bei uns behandelt werden, werden oft mit den Diagnosen eingewiesen: Angststörung, Depression, bipolare und schizophrene Psychosen sowie auch Belastbarkeitsreaktionen. Patienten, die hier zur Aufnahme in die Tagesklinik Wolfsburg kommen, werden am Tag der Aufnahme von den Pflegekräften aufgenommen und haben dann im Anschluss daran ein Gespräch mit den Therapeuten, wo dann das genaue Behandlungskonzept besprochen wird. Behandlungsdauer hier in der Tagesklinik in Wolfsburg wird von den Therapeuten festgelegt und betrifft in der Regel 4 bis 6 Wochen. Die Behandlung besteht aus ärztlicher und psychologischer Psychotherapie in Einzel- und Gruppengesprächen. Der Medikamenteneinsatz wird bei Bedarf verabreicht. Psychiatrische Krankenpflege, Ergotherapie, Entspannungs- und Bewegungstherapie sowie sozialpädagogische Einzelfälle ergänzen das Programm. Falls Hilfe im Umgang mit Behörden und Arbeitgebern benötigt wird, steht auch hier das Personal der Tagesklinik bereit. Ferner besteht die Möglichkeit, Patienten in der Arbeitstherapie zu fördern und später in eine berufliche Wiedereingliederung zu begleiten. Neben der Tagesklinik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene befindet sich der Krisendienst, die Institutsambulanz und die AGE auf dem Wolfsburger Gelände. Die AGE bietet psychiatrische Hilfen für ältere Bürger und steht in Kooperation mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Wolfsburg. Als Teil der Klinik für Allgemeinpsychiatrie des AWO Psychiatriezentrum Königslutter können wir auf dessen großes Behandlungsangebot im diagnostischen, medizinischen und therapeutischen Bereich zurückgreifen und unseren Patienten damit umfassende Hilfen anbieten. Dem Patienten steht ein multiprofessionelles Team zur Seite. Wir kooperieren mit allen niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten, dem Sozialpsychiatrischen Dienst sowie allen anderen Anbietern der kommunalen sozialpsychiatrischen Versorgung. Damit können wir eine eventuell notwendige ambulante Weiterbehandlung unserer Patienten optimal vorbereiten und begleiten.